Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und es ist mal wieder Vlog-Time. Ja, es gab lang kein Vlog mehr. Kommen allgemein sehr, sehr wenig Videos. Ich kann auch nicht versprechen, dass es sich ändern wird. Ich mache jetzt den Vlog, weil ich einfach ausnahmsweise Zeit habe. Ja, Mila ist auch am Start. Ihr habt die schon länger nicht mehr gesehen. Die meisten fragen sich, oh mein Gott, ist das die echte Mila? Ja, sie ist groß geworden hier. Aber das meiste ist nur Fell, wenn ihr das mal so anschaut. Ist alles nur Fell. Mila lebt aber natürlich noch gesund und munter. Wir spazieren wie immer hier unseren standardmäßigen Weg. Vielleicht kennst du jemanden, wo man schön einfach mit dem Hund ohne Leine spazieren kann. Ist ganz wichtig, Leute. Wenn ihr euch einen Hund anschafft, schaut drauf, dass ihr nicht mitten in der Stadt wohnt. Ich finde das nicht gut, wenn ihr mitten in der Stadt wohnt und dann einfach dem Hund zu wenig Auslauf geben könnt oder zu wenig Parks. Aber also wenn ihr jetzt in Berlin wohnt oder so, wo extrem viel Natur ist, dann ist das okay. Aber in meiner Stadt, ich wohne ja im Ruhrpott in der Nähe von Düsseldorf, da ist es so, da ist alles aneinander gequetscht, da habt ihr in der Stadtmitte keine Parks oder so. Da finde ich das ein bisschen Tierquälerei, wenn die Hunde oder so den ganzen Tag einfach nur in der Wohnung gammeln müssen. Ja, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Was ich euch erzählen wollte ist, ja, der ein oder andere, jo, komm Wind, komm Wind, komm, ein bisschen mehr Wind schadet nie. Der ein oder andere, der den Stream verfolgt, hat schon mitbekommen, dass Muckmuck, unser Punktebot, ja, was heißt, einen kleinen Unfall hatte, sagen wir so nicht, sagen wir, der ist gerade auf Urlaub. Das hat sich folgendermaßen ereignet. Eines Tages wachte der liebe Mucke auf, ne? Geht an seinen Laptop und auf dem Laptop läuft der Muckmuck. Ne? Dann merkt er so, geht nichts mehr. Die Grafikkarte durchgebrannt, Festplatte funktioniert auch nicht mehr. Schön, weil alle meine Uni-Sachen weg sind. Yep. Muckmuckbot habe ich zum Glück eine Sicherheitskopie gemacht, für meine Uni-Sachen nicht. Schlau, Mucka, du bist originell schlau. Also das heißt, 2 Wochen Rückstand, was Muckmuckbot geht. 30. April, das bedeutet Haul Giveaway, wurde nicht mit einberechnet. Die Leute, die fürs Haul Giveaway oder für andere Giveaways Punkte ausgegeben haben, haben ihre Punkte wieder. Ja, wird, denke ich mal, diese endet nächste Woche. Diese Woche auf keinen Fall. Nächste Woche wird er, denke ich, wieder online kommen, der Muckmuckbot. Ich muss gucken, ich werde mir keinen Laptop mehr besorgen. Der Laptop war ja mein Uni-Laptop. Habe ich einfach mal so, just for the lulz, laufen lassen. Ich muss mal zwischendurch so spähen, ob irgendwo ein Hund kommt. Aber es kommt keiner. Wir möchten mich hier keinen Krach haben. Und meine Nase läuft. Aber egal. Aber ich werde mir jetzt als Ersatz... Ich will ja Muckmuck trotzdem weiterhin laufen lassen. Ich habe überlegt, ich mache ja zurzeit deutlich, also fast nur Stream. YouTube vernachlässige ich komplett. Ich habe zwar zwischenzeitlich was aufgenommen, aber einfach keine Zeit, um das hochzuladen bzw. zu bearbeiten. Werde jetzt aber ab nächsten Monat mehr Zeit haben. Kommt daher, dass mein Arbeitsvertrag, einer meiner Arbeitsverträge ausläuft in einer Firma. Das heißt also, ich werde einen Tag die Woche mehr Zeit haben. Werde das natürlich für YouTube und Twitch investieren, solange es denn finanziell geht. Und ja, Mila ist da hinten, warten wir mal noch ein bisschen. Ja, und was gibt es sonst zu sagen? Ich habe mir überlegt, einen Streaming-PC zuzulegen. Ist natürlich wieder Geld, was ausgegeben wird. Aber, Mila, komm her. Aber für mich ist es so, wenn ich Geld ausgebe, dann hat das auch einen Grund. Wenn ich jetzt zum Beispiel, pass auf, wir drehen mal eben um, weil da kommt ein Hund. Mila, komm mal mit. Ich möchte mich noch zu Ende erzählen. Streaming-PC, klar, kostet sehr viel Geld. Für mich ist das sehr viel Geld. Ist aber für mich eine gute Investition, denn für mich ist es so, ich mache zurzeit fast nur ausschließlich Twitch, ja. Dabei habe ich ja mit YouTube angefangen und das, was ich auf Twitch erreicht habe, habe ich ja den YouTube-Leuten zu verdanken. Es ist nun mal so. Und deswegen will ich keineswegs YouTube-Leute, das heißt die Zuschauer, enttäuschen oder so. Zurzeit ist es, es bleibt weiterhin dabei, dass erstmal DayZ sowas alles pausiert bzw. nicht gebracht wird. Ob sich das ändert, kann ich noch nicht sagen. Lust ist noch nicht da, ehrlich gesagt. Aber wenn ich ein Streaming-PC habe, kann ich nebenbei die Streams aufnehmen. Und zwar möchte ich nicht die Facecam aufnehmen oder so oder das Ganze per XSplit. Ich streame nebenbei mit XSplit oder OBS, mache ich auch manchmal. Ich möchte das nicht von den beiden Programmen aus aufnehmen, sondern ich nehme Dexory auf. Viele fragen sich, mit welchem Programm ich aufnehme. Ich nehme Dexory auf, weil dann kann ich die Audiospuren einzeln aufnehmen und die im Nachhinein bearbeiten. So, Mila, jetzt können wir aber gehen. Das heißt,
wenn ich einen Streaming-PC habe, übernimmt der PC komplett meine Streaming-Programme, die ganzen Overlays, die ganzen Alerts, sowas alles. Das bedeutet, mein PC ist komplett entlastet. Bei dem läuft nur das Spiel. Und das heißt, ich kann dann auf meinem PC wieder aufnehmen. Das heißt, alle Spiele, die ich spielen werde, auf meinem oder in meinem Streams, könnte ich dann aufnehmen, dann könnte ich zumindest Highlights zusammenschneiden. Ich habe es mal versucht, das mit XSplit zu machen, so dieses Ingame aufnehmen, also ne, XSplit aufnehmen. Dann hast du am Ende eine 6 bis 8 Stunden Datei, die einfach scheiße ist. Die Qualität ist scheiße, man merkt die FPS-Drops, das ist nicht gut. Deswegen hoffen wir, dass sich das ändern wird. Und Leute, ich kann nichts versprechen, ich kann nur versprechen, ich versuche es zu ändern. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mucka, peace and out. Haut rein, bis zum nächsten Mal.